Hätte nie gedacht, dass wir sie im Korallenhochland finden. Es sind schon mehrere Wunder nötig, damit eine Unterart zum Vorschein kommt. Das behaupten zumindest die Gelehrten. Wie auch immer, sie ist in guter Verfassung. In guter Verfassung? Hast du gesehen, was ich mit der gemacht habe? Stammt wohl aus einem nährstoffreichen Gebiet. Ich habe eine Ahnung, wo das war. Admiral! Und da ist er wieder. Es war eine Freude, Ihre Taten mit anzusehen. Gute Arbeit, muss ich sagen. Gut gemacht. Hätten Sie nicht helfen können, statt nur zuzusehen? Wozu denn? Sie hatten doch alles unter Kontrolle. Hier, haben ein paar Souvenirs mitgebracht. Wow. Interessant. Wo kommen die denn her? Da, wo sie den Sora abgelenkt haben? Nun, weiter im Inneren. Da gibt es eine Stelle, wo man die Dinger massenweise findet. Die sind unglaublich. Als ob da eine Energie in ihnen pulsiert. Das dachte ich auch. Ich wette, die haben irgendwie mit unserem Forschungsprojekt zu tun. Nun, ich werde es herausfinden. Hände oder Pfoten hoch, wer dabei ist. Einer von euch Jackie-Hirnen bereit für eine Herausforderung? Diese beiden. Warte, was? Also gut, ihr zwei. Wir sehen uns vor Ort. Ich werde am Tunnel sein. Lasst mich nicht warten. Ich hasse es zu warten. Kein Viel Problem. Spaß. Sterbt da draußen nicht. Ja. Er hat uns Jackie-Hirn genannt. Das macht ihn mir gleich sympathisch. Jemand, der noch weiß, was Jackis sind. Ich werde nicht mehr. Ja, Objektruhe, hallo. Ich würde gerne meine Ausrüstung mal wieder wechseln. Und zwar zu dem, was ich sonst immer so habe. Nein, ich möchte nichts verkaufen, bloß nicht wechseln. Ändern, hier, genau, danke. So, Sora-Kopf, machen wir weg. Und Sora-Dings, machen wir auch weg, danke. Na, oh. Scheiße, in Dreck, so viel Zeug. Ihr wollt mit mir reden. Kantine, neue Zutaten knapp, blablabla, zurück zum Weg, blablabla. Aha, neue Lieferanfrage, uralt, aber frisch. Ey, so viel Zeug, was ich jetzt besorgen kann. Beutezüge, noch alles in Ordnung, Untersuchungen. Gib mir doch mal eine High-Rank-Legianer-Untersuchung. Ich will doch nur eine High-Rank-Legianer-Untersuchung. Mehr will ich doch nicht. Dann kann ich die Farben ohne Ende und dann ist gut. Ja? Sag mal, verkaufst du mittlerweile Betäubungsbomben? Das wäre echt mal was Tolles. Also, Blödsinn? 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 Wow, wegen dem bisschen Schießpulver machst du so einen Aufriss, ja? Na, komm du mir mal nach Hause. Oh, hallo, liebe Legerin. Hast du kurz Zeit? Neulich, nach einer anstrengenden Phase intensiver Forschung, habe ich herausgefunden, wie man neue Dekorationen einschmelzen kann. Sag einfach Bescheid, dann zeige ich dir, was ich gelernt habe. Also, was soll ich schmelzen? Ja, zeig mal. Donnerabwehr, Frostjuwelen, aha. Blitzjuwel. Och, Mädel. Mach mich doch nicht immer heiß und lass mich dann fallen. Hat denn hier keiner Ohrstöpsel? Ich habe keinen Bock mehr, bei jedem Schrei in die Knie zu gehen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Wenn ich nein sage, wirst du es trotzdem tun, oder? Richtig. Ich glaube, ich weiß, wie weit die Erntetour, Erntetour vergrößert werden kann. Es sollte nicht schwierig sein, aber ich brauche deine Hilfe. Und zwar, ich habe von den drei Vorsitzenden gesagt, welche Materialien ich brauche. Hilf, wenn du kannst, dann werden wir bald mehr ernten.
So viel Zeug, was ich noch nicht habe. Das war früher aber mal anders, du. Ja, ja, ja. Ja, gib einfach her. Danke. Ich glaube, ich stelle immer noch zu wenig her dafür, dass ich so viele Monster fange. Schmiede. Warte mal, sind die Leute schon von Safari zurück? Ich glaube nicht, oder? Ich kann ja mal kurz nachgucken, aber ich glaube nicht. Aber da jetzt die hochrangigen Safaris verfügbar sind, überlege ich gerade, ob ich sie zurückbeordere. Einfach mal so. Na, Pterix? Wärmst du dich weiter schön am Feuer auf? So ist gut. Brav. Weitermachen, Kleiner. Na, Meister? Was macht denn der Schnurrtrupp? Blödsinn, ich sehe schon. Na gut, lassen wir ihn noch die drei Quests machen. Danach geht's dann zu den Hochrangigen. So, wenn ich schon mal hier bin. Ah, Rüstungsfarbe verändern war und so unter Aussehen. Gut zu wissen. Weiß bringt gerade nicht so viel. Rot ebenso nicht. Was sagt das Blau? Ist irgendwie redundant, oder? Schwarz ist aber auch irgendwie blöd in dem Zusammenhang. Wie sieht die Standardfarbe aus? Na, wir nehmen mal das Grau hier erstmal, bis mir irgendwas Besseres einfällt. Und bis ich mehr Teile habe. Los, Lomi, ab zum ewigen Strom. Nachdem wir in der Schmiede waren. Ich weiß. Wird und wird nicht lustiger. Aber es fällt mir auch immer erst dann ein, wenn ich irgendwas gesagt habe. Von daher muss man wohl mit leben. Oder, wie Löwenzahn aber gesagt hat, abschalten. So, Schmiede. Naja, ist klar. Ausrüstung schmieden, Rüstung. Das Rathian Herz-Set. Weil darum. Ist irgendwie beides nicht so mein Fall, aber okay. Viel zu voluminös, viel zu voluminös. Na, guck mal, ich könnte Schüchchen bauen. Will ich aber nicht. Denn Schuhe habe ich schon, wenn du so willst. Gut, also auch wieder nicht zu brauchen. Ich habe neue optionale Quests bekommen, ne? Da kann ich nochmal nachsehen. Nebenbei, will hier noch irgendwer was von mir, während ich hier bin? Nee. Gut. Wir sind ja erstmal alle zufrieden. Was habt ihr mit der gemacht? Die scheint irgendwie tot zu sein. Ich hab's ja hier aber lebendig abgegeben. Was soll denn der Scheiß? Hä? Also wirklich, legen die einfach um. Frechheit haben die ja noch nie gemacht. Aufgaben, lass mich raten, kehre zum Strom. Achso, nee, muss ich so Expeditionen machen. Ach, das war schon eine Rang 7 Quest gerade. Ups, sorry, passiert. Das muss ich langsam mal machen.
Das werde ich aber mit irgendwem anders zusammen machen. Ich habe keinen Bock, alleine zwei so ein Viechchen hinterher zu jagen. So, Puke, Puke, bla 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 bla. Okay, viel zu tun, offline. Rosa Schönheit kann ich machen und kirschfarbener Wind überm Riff. Okay, wo ist jetzt der Unterschied? Achso, das eine ist eine Wildturmirtis, das andere ist... Okay. Ja, habe ich jetzt aber gerade nicht so die Meinung wegen, weil waren wir gerade. Ewiger Strom. Die Karte geht weiter. Und ja. Dafür, dass Charmos so anfällig für einen Tsitsiyaku-Blitz sind, sind sie ziemlich oft in seiner Nähe, finde ich. Komisches Verhalten. Die stehen wohl darauf, geblendet zu werden. Weiß auch nicht. Geht's nun mal weiter? Der Tipp hier dauert jetzt schon ewig. Wupp, los. Ewiger Strom, sofort. Jetzt. Bitte. Ihr habt es geschafft. Und auch noch pünktlich. Und so selten. Hey, ist das nicht? Dort haben wir den Soramangaraus aus mir hinausgeleitet. Genau. Los, folgt mir. Moment. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin der Admiral. Ich habe bei der Kommission das Sagen. So viel habe ich auch mitbekommen. Die gleichen Dinge überlasse ich natürlich dem Kommandanten. Ich bin nämlich gerne flexibel. Jedenfalls habe ich dieses Monster gejagt. Als ich auf diesen Ort gestoßen bin, will ich euch zeigen gerne. Welches Monster? Den Nagigante. Oh. Nachdem der Soramangaraus ins Meer verschwand, war auch der Nagigante nicht mehr zu sehen. Also entschloss ich mich, ihn zu finden. Und das führte mich hierher. In eine Öffnung in der Erde, die wahrscheinlich der Sora verursacht hat. Und der Nervigante? Er kann nicht mal sein, davon bin ich überzeugt. Yeah. Ich würde mich gern beeilen, aber ich kann gerade nichts anderes machen, als hier in diesem lahmen Tempo. Ah, hey, jetzt. Ich bin gleich wieder da. Das ist unglaublich. Jetzt kann ich mein Fangnetz nicht auswählen, ist ja unfair. Wow. Okay, heiß. Man spürt es in den Knochen, nicht wahr? Das hört sich an. Das liegt daran, dass im ewigen Sturm unglaubliche Mengen an Energie pulsieren. All diese wahnsinnig zähen Monster, mit denen ihr gekämpft habt, die müssen aus dem Inneren gekommen sein. Warum? Was ist da? Ja, das ist so. Hat etwas bei seinem Besuch der Heimwelt verärgert. Etwas tief im Inneren. Das hat uns zur neuen Welt gebracht. Und den der Gigante auch. Jetzt finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Alle bloß bereit. Gleich geht es ganz schnell. Jawohl, Sir. Was ist doch nicht so spannend, Junge? Ich kann gar kein Netz aufpacken. Ich würde gerne ein paar von den Fledermäusen mitnehmen.
Weißt du, voll das edle. Voll das edle Kristallzeug, aber überall nur Bitterkäfer. Und Götterkäfer. Jedenfalls banale Käfer. Na los! Soll ich vorangehen, ja? Klar, schick die fünfte vor, die wird's schon regeln. Ich krieg ja sonst auch immer alles ab. Ist das Energon? Unglaublich, oder? Ja. Heimat der Ältesten. Es sieht wirklich einfach aus wie Energon. Das macht die Sache mit dem Megatron-Witz vom Anfang der Staffel immer noch lustiger. Staffel vom Let's Play. Hier gibt's so viele von diesen Kristallen, dass man geradezu über sie stolpert. Einige von denen sind riesig. Wie entstehen sie? Absolut keine Ahnung. Aber ich sag dir was. Dieser Ort knistert vor Bioenergie. Und das bedeutet, dass die Monster hier alle härter als Nova-Kristalle sind. Admiral, eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Und zwar? Warum hat der Suramak daraus einen Tunnel hierher gegraben, statt einfach im Tal zu sterben? Hat ihn irgendetwas hergelockt? Wer weiß, Kleine. Aber einen Anhaltspunkt haben wir. Der Nergigante. Sie haben recht. Der Nergigante und der Suramak Daros. Wir haben sie immer zusammen gesehen. Er muss einen Grund gehabt haben, herzukommen. Ja, und nicht nur er. Fakt ist, dass sich hier drin viele mächtige Monster verkrochen haben. Wir müssen sie nacheinander aufspüren. Und vielleicht ergibt sich dann ein Muster. Stimmt. Klar stimmt das. Los, macht euch bereit. Klar stimmt das. It is over, Megatron! It is never over! No! For if I must die, I shall take you with me!